Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Wir stehen hier mitten im unteren Kriegslager und machen auch da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich beim Verkloppen dieser Monstrositäten, die total läppisch sind. Muss man ja einfach mal so sagen. Wir haben in der letzten Folge ziemlich viele grüne Items gefunden, wovon leider nichts für uns dabei war. Oh. Wir haben halt einen ziemlich hohen Standard entwickelt. Und so, während die einen da unten sterben, sterben die auch hier. So, wir haben, ja, wir werden wieder zugespammt mit Gesundheitstränken. Wir haben das letzte Mal kurz Bilanz gezogen und festgestellt, dass wir auch ein Plus an Energietränken gemacht haben, was ja eigentlich eher die Ausnahme ist. So, hier unten war noch was zum Aufheben. Genau, sonst muss ich mich mir wieder anhören. Och nein, warum ruckelst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Titan Quest ein generelles Problem hat, auf heutigen Systemen vernünftig zu laufen. Ich sage es mal so. So, du bist auch tot. Die schnetzeln wir auch mal weg. Und dann haben wir auch nur noch den und da schon wieder einen Trank zum Aufheben. Und das freut mich so sehr. Da blüht mein Herzchen auf. Und das gepolsterte Gewand wandert in unser... Ach ja, lassen wir das. So. Ich gehe mal kurz in die Höhle. Ach guck mal, hier haben wir wieder die Knubbelmännchen. So, die fallen aus allen Latschen. Ah nein, da oben sind die Limos. Da hätte ich nicht alle Zauber verschwenden sollen. Verdammter Mist. So, ist denn irgendwas ab? Die dürfen sich nicht aufladen, so wie er jetzt hier. Aber die sind ja leichter, als ich es in Erinnerung hatte. So, das war natürlich total blöd, weil der ganz woanders stand. Aber letztendlich sind wir ja nur wegen den Truhen hier. Yeah, Tränke. Tränke. Ertränke mich doch bitte, wenn noch mehr Tränke droppen. Danke. Ach, Mann. Wir können so viele andere Sachen gebrauchen. Zum Beispiel mal einen neuen Schild. Ah, ne, den haben wir ausgetauscht, meine ich. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. So, hier haben wir ein paar Flapsies. Und, ja. Tote Flapsies. So, die sind ebenfalls tot. Während die gerade vor sich hinsterben, luken wir doch schon mal in den Knochenhaufen hinein. Und ich glaube, das... Nein, das war es noch nicht. So. Schnell den Limos hier ausschalten. Jawohl. Danke fürs Sterben. Und den kriegen wir auch down. Und den sowieso. Oh, Knochenhaufen. Yay. Dein Gepäck ist voll. Aha, da haben wir es doch schon. Was war das eigentlich für ein Geräusch, was ich gemacht habe? Naja. Komm schon. Oh Gott. So. Panas. Das war ja der Satyr, der uns Dinge verkauft. Genau, den wir im letzten Part aufgedeckt haben. Warum auch immer. So, wir verkaufen, auch wenn es mir um die Lanze ein wenig leid tut, aber wir verkaufen die. So, 120 Rüstung, 160 plus 27 Rüstung und plus 42 Verlangsamungswiderstand. Das ist mir persönlich sogar ein bisschen genehmer als nur 32 Rüstung. Gerade Bosse haben nämlich die Angewohnheit, einen zu verlangsamen. Aufgeschissen. So, wir verkaufen, 120, ja. Müssen wir auch langsam mal austauschen. Auch wenn wir da nicht so schnell Ersatz finden würden. Genau, da haben das Schild haben wir nämlich, oder den Schild, das ist ja der Schild, nicht das Schild, haben wir nämlich ausgetauscht. Oh, was ist das denn? Ein Amulett? Ach so, ja. Ach so, okay. Die gepolsterten Sachen, die packe ich mal alle weg, das auch. Das werde ich jetzt mal verkaufen. Ich kann ja nicht auf die Kommentare jetzt eingehen, weil ich das direkt im Anschluss aufnehme. Oh, mit 25 Stärke ist natürlich krass. Aber wir verlieren ziemlich viel Widerstände und ja, Boni. Deswegen weg damit. Die Waffen, ja, können dem Ding sowieso nicht das Wasser reichen. 22 Stärke habe ich jetzt mal verscheuert, ohne zu gucken, wo wir da jetzt aktuell stehen. Aber ich denke, das dürfte kein großer Verlust sein. Ansonsten, wie gesagt, müsst ihr mit mir schimpfen in den Kommentaren. Was macht denn das Ding hier? Aha, da haben wir sogar noch einen von. Da haben wir einen kompletten von. Den hier. Das geht mehr um Energiekosten. Können wir auf Torso Rüstungen klatschen. Elementarwiderstand ist natürlich auch cool. Was ist denn das? Elementar wären noch diese drei Widerstände hier, oder? Wer weiß, ob das gut ist. Minus 21% Energiekosten wäre natürlich klasse, aber
Achso, wir haben ja hier, ne, unser Portal. Ich wollte schon zurücklaufen. Vor lauter Rumgequatsche. Was wollte ich sagen? Ja, bis jetzt habe ich noch keinen Energietrank gebraucht, so großartig. Wenn ich mich recht entsinne. Ha. Ja, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles erkundet. Warum habe ich das denn am Eingang nicht gesehen? Also beim Reinkommen, meine ich. So, jetzt boxen wir, glaube ich, noch schneller zu, weil wir die Kampfmarkierung haben. Das ist total witzig. Witzigkeit kennt nämlich keine Grenzen, wie wir wissen. So. Ja, ihr seht schon. Ja, gut. Die Realitätsstörung hat gerade mal die Hälfte des Gesamtmanas jetzt noch abgezogen. Ja, der Helm plumpst da durch die Gegend. Boah, krass, sterben die schnell, ey. Haben wir den jetzt mal bald ab? Ja. Sehr geil. So, da haben wir schon wieder so ein Puzzle-Item. Sagt er eigentlich Puzzle oder Puzzle? Ich sag immer Puzzle. So. Das ist mal so eine kleine Anekdote aus meinem Real Life. Auch wenn es keine so interessiert, wie ich ein Spiel, ja, ein Geduldsspiel nenne. So. Wobei, wenn man es natürlich ins Deutsche übersetzt, wäre Puzzle natürlich, glaube ich, richtiger, weil es ja eigentlich ein englischer Begriff ist. Aber ich bin mir nicht so sicher. Boah, krass. So, ja, mit dem mit der Feuerverzauberung. Mann! Ich meine, hier unten sind auch noch ein paar Bossmonster. Ich muss jetzt aufpassen, hier nicht wegzusterben. So, du bist tot. Du bist tot. Die halten ganz schön was aus, oder? So, ich meine aber... So, damit hier mal Ruhe im Karton ist. Ich meine aber, da unten sind noch so ein paar Heldenmonster. Oder eins zumindest. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich, doch, da wohl. Ja, da wohl. Was ist das denn schon wieder? So. Zack. Wo der Knochen ist. Geschichte. Oh, schon wieder was Grünes. Ja, wer hätte das gedacht? So, der ist kaputt. Ich nehme nochmal einen Trank, weil wir ja so viele haben. So, dann kann ich hier alles in Ruhe einsammeln. Und natürlich die Qualitätstruhe plündern, die ihren Namen überhaupt nicht verdient hat. Wahrscheinlich nur, weil sie aus Mahagoni anstatt aus normalem Eichenholz geschnitzt ist. Wer weiß das schon. So, kommt ran. So, die anderen sollten eh sterben. So, dann schauen wir mal, was wir Schönes bekommen haben. Ein Krummsäbel, der ist das aber nicht, sondern der hier. Total luschig, ne? Wobei die diese, 12% Lebensentzug. Das ist auch etwas, wo ich später hin möchte, auf Lebensentzug. Das finde ich richtig geil. So, der hat sogar... Oh. Warte mal ganz kurz. Gesamtrüstung ist jetzt verringert. Na klar. Also werden die 32 Rüstungen im Nachhinein noch draufgerichtet, aber Giftwiderstand... Hä? Ach, müssen wir auf 0 kommen bei den Widerständen? Ich raff das nicht. Wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das Ganze so seht. Resistenzen werden natürlich im höheren Schwierigkeitsgraden immer wichtiger, aber irgendwie steige ich da nicht durch. Wo sind denn die jetzt hier? So, zack. Ja, ihr seht schon, die halten schon eine Ecke mehr aus. Warte mal, ich gehe mal hier oben rein in die vermoderten Knochen und hau zumindest schon mal die Magier da raus. Die gehen mir nicht ziemlich auf den Senkel. Achso, jetzt ist natürlich nichts ab. Also das Schwert ist nicht wirklich gut bei Untoten. Ist ja eigentlich auch logisch, weil ein Schwert ist ja eigentlich eher... Man schneidet ja was. Da ist eine Axt, glaube ich, zum Spalten besser. Zumindest wenn auf die Schädel eindrischt. Ein Hammer müsste aber am effizientesten gegen Skelette zumindest sein. Nach meiner Logik zumindest. Ich weiß noch, bei Dark Age of Camelot war das früher so, dass der, dass die Waffe einen gewissen Schaden, eine gewisse Schadensart hatte. Zum Beispiel hatte ein Knüppel, also so ein Hammer, hat halt Schlagschaden, ne? Schwerter Schnittschaden und Dolche und so weiter, Degen, die hatten Stichschaden. Und je nachdem, welche Rüstung ein Gegner anhatte, hat man halt mehr oder weniger Schaden mit den Waffen gemacht. Wahrscheinlich wird das hier auch so sein, auch wenn das nirgendwo nachzulesen ist. Zumindest nicht im Spiel.
Oder ich habe es mal gekonnt ausgeblendet. Wieso ist hier alles leer? Ich glaube, hier waren noch Rattenmenschen, oder nicht? Wo sind die? Aha, da geht's weiter. Ach, das ist, glaube ich, die eine Quest. Aber sind hier nicht noch, jawohl, Gegner, wollte ich nämlich sagen. So, da helfen wir mal ein bisschen hier mit. Ach gut, dass wir jetzt schon wieder über 50 Gesundheitstränke haben und es werden immer mehr. Herrlich. So, jetzt müssten wir eigentlich alles erkundet haben. Nein, im Mittelgang noch nicht. Aber hier ist nichts zu sehen. Denn wir müssen diese Quest jetzt hier bewältigen. Ach. Ich habe das anders in Erinnerung. Naja. Ach nee, der kommt ja jetzt erst rausgeschissen. Oh. Zack, zack. Ja, ja, du bist gleich dran. Wir müssen erstmal was Wichtigeres machen. Nämlich looten. Wir haben jede Menge bekommen. Zum Beispiel diese zwei Labris. Könnt ihr euch angucken. Auch nicht schlecht, ne? Zumal mal. 540. Oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz schlechte Idee. Egal. Ja, ja, ich. So. Die Quelle der Monster. Genau, da geht's, glaube ich, jetzt gleich hinein. Und das müssten dann doch eigentlich... Ich kann ja spoilern. Wer die Story sehen will, den sage ich jetzt nochmal. Guckt euch den normalen Schwierigkeitsgrad an. Da spoilere ich zumindest nicht. das müssten doch jetzt die Gorgon-Anführerinnen sein, oder? Oder irre ich mich jetzt? So, sterbt! Ach, bis zum Level-Up dauert es natürlich noch ein Weilchen. Aber wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, hier alles jetzt zu erkunden. Ich werde einfach reingehen. Wir können uns jederzeit zurück teleportieren, meinetwegen. Ich wollte mich eigentlich elegant jetzt hier reinschleichen, aber der Skill ist noch nicht ready. Ha! Genatzt. So. Sehr geil. Ach nee, das ist ja noch gar nicht, sondern im Hinterhof, ne? So langsam kommt's wieder. Es ist schon ein bisschen her. Ja, ein bisschen her ist gut. So, kommt ran, kommt ran. Es ist für jeden was dabei. Jeder darf doch mal umsonst sterben. Nur auf meine Energiekosten. Ist das nicht was? Normalerweise stehen die Leute Schlange. Na, das war natürlich jetzt unklug. Nein, jetzt haben die Feuerverzauberung. Das ist fies. Das ist wirklich fies. Weil die machen ganz schön viel Aua. Um das mal in Babysprache auszudrücken. So. Naja. Aber ansonsten. Pillepalle. So, warte mal. Hier ist noch eine Truhe. Und da oben auch. So, was haben wir hier drin? Nix. Ja, das ist ein Luxus, ne? Erst plündern und sich dann um die Feinde kümmern. Das hätten wir uns aber am Anfang des Spiels nicht trauen können. So. Ach, den kann ich gar nicht anschleichen. Mist. Da muss ich den so aus den Latschen kloppen. Ach, die leben noch. Verdammter Mist. Aber jetzt nicht mehr. So. Ja, welche Logik. So, was haben wir hier drin? Nur Gold, Gold, Gold. Meine Fresse. Ah, ein Schild der Erholung. Genau. 17% Feuerwiderstand, Gesundheitsregeneration. Jetzt achten wir nochmal auf den Feuerwiderstand. Er verringert sich um die Zahl. Wahrscheinlich müssen wir über 0 kommen. Ja, natürlich. Guck mal. Die Durchbohrungsresistenz ist im positiven Bereich. Bei 6%. Ansonsten sind wir wahrscheinlich eher anfällig für die Dinge. Das heißt, wir müssen auf 0 und auf positive Werte dann am besten kommen. Ja, das musst du erstmal wissen, ey. So, geht's hier rum? Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich ist das hier nur so ein bisschen Kleinvieh. Der nicht sehr relevant ist, bis auf diese gelben Items, die jetzt hier droppen. Uah! Okay, ich nehme das zurück mit dem Kleinvieh. Aua. Naja, es tut eigentlich nicht weh. Ich wollte nur noch mal ein bisschen Drama mit reinbringen. Dramaturgie. Was kann denn der? Ah, mich einfrieren. Okay, soweit, das habe ich schon herausgefunden. Natürlich ist überhaupt kein Skill-Up. Frostknochen. Vorhin Moderknochen, jetzt Frostknochen. Alles klar. Sehr kreative Namen, ehrlich.
So, hier noch ein Fledermäuschen. Gut. Da haben wir uns ja sehr schnell drum gekümmert. Jetzt müssen wir nur irgendwie in den Hinterhof kommen. Irgendwie laufen wir jetzt nach vorne. Naja, dann räumen wir die halt auch noch weg. Das sollte für alle reichen. Jawohl. Und sie droppen nichts Schönes. Nun gut. Die Zeit ist schon wieder rum, wie ich gerade sehe. Das heißt, wir machen im nächsten Part hier weiter und werden den Gorgonen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gorgonen danach kommen, aufs Maul hauen. Also, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Also, bis dann.